Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ja, ich habe jetzt viele Inseln abgeflogen. Ich bin zur Insel, von Insel zu Insel zu Insel geflogen und und. Ich habe viele von mir wiedergefunden, aber nicht meine Hauptinsel, sage ich jetzt mal. Und ich bin jetzt wirklich zu so vielen Inseln geflogen, dass ich wirklich gar keinen Sprit mehr hatte. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, außer hier auf dieser Insel oder halt auf der Insel da drüben komplett neu zu bauen. Mein Problem ist, mein großes Problem ist, ich habe jetzt nur noch zwei Benzintanks. Dann hätte ich nur noch einen, weil das muss ich halt auch bauen. Das ist echt ärgerlich. Ich bin jetzt gerade echt hin und her, was ich mache, wie ich es mache. Also Quatsch, brauche ich hätte ich ja, okay. Und ja, ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Das ist übrigens alles an Sprint, was ich noch habe. Ich bin jetzt hier. Ah, was mache ich? Ja, doch, muss ich. Muss ich. Mir bleibt überhaupt nichts anderes übrig. Das heißt, wir bauen jetzt hier, leider Gottes, eine Spitzhacke. Seil, ach so, gut. Wir bauen jetzt hier eine komplett neue Homebase. Erstmal. Und hoffen, dass wir irgendwo in den Nachbar Örtchen dann wieder ein. Ich komme gleich drauf. Benzinkanister finden. Dass wir irgendwann wieder zwei haben, die zwei dann auch voll sind. Und ja, jetzt brauche ich Stickies. Ich überlege gerade, auf der einen Insel da drüben, okay, es ist zwar, ja, habe ich mir schon selber gespoilert, sind zwei große Beete, wo ich glaube auch hinfliegen werde. Und da dann nochmal größer baue. Das heißt, hier die nehme ich auch mit und so. Achso. Was fehlt denn jetzt noch? Damit ich halt auch ein bisschen was abbauen kann. Anbauen kann. So rum. Ist natürlich echt ultra nervig. Also wirklich. Das nervt mich gerade so dolle, dass ich mein Haus nicht mehr habe. Das ist ja trotzdem immer noch meine Hauptbase. Vielleicht versteht ihr das gerade nicht so ganz, warum ich so jetzt darauf reagiere, aber ist halt die Hauptbase gewesen, die jetzt vielleicht sogar für immer weg ist. Auch alle Pfeile und sowas können alle weg. Die X-e weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder rüberfliegen. Und hier auch. Also da, WTF. Habe ich hier nicht sogar noch was gesehen drauf?
okay, ich dachte. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall wieder rüberfliegen. Dann gegebenenfalls auch mal zwei. Jetzt erstmal ein Beet aufzubauen und dann halt anpflanzen. Das heißt, ich müsste auch wieder darüber. Was ja dann gegebenenfalls noch intelligenter wäre, erstmal darüber zu fliegen, dass wir uns die restlichen Kartoffeln holen. Ich glaube, da waren vier, drei oder vier Stück. Und dann fliegen wir zu der rechten Insel. Also nicht zu der, sondern zu der rechten. Genau. Ja. Schade drum. Schade, schade. Der Neuanfang. Das nach Folge 3 habe ich es erst herausgefunden. Nee. Ja, doch, ein sicher. Nee, Quatsch. Nee, zweite Folge bin ich ja schon auf diese geflogen und habe mir so gedacht, hä? Ist denn alles? Genau hier. Da kommt jetzt gleich unser ganzer Kram dann auch. Also habt ihr gesehen. Oh! Ah, nicht benutzbares Holz, glaube ich. Ja, die ganzen Pfeile, alle führen. Alle für den Hintern. Oh. Egal. Oh. Das ist gut. Jetzt überlege ich gerade was ganz anderes. Was dann vielleicht sogar sinnvoller wäre. So, dass ich das jetzt hier so reinpacke. Irgendwann findet man dann meine Insel wieder. Und dann wird alles darüber gebracht. Glaube ich. So, Kartoffeln. Ihr wart auf jeden Fall auf der Insel, das weiß ich. Mich nervt gerade, dass ich mein Licht nicht mitgenommen habe. Dass ich keine Facecam habe, so wie ich gerade gucke. Ach du Scheiße. Das sind echt drei. Ich muss noch irgendwo war hier noch einer. Oh Mann. Ich sehe leider echt gar nichts. Ja, wo ich weiß zu 100%, wo die ist, sehe ich die auch irgendwie. Na ja, gut. Muss ich erstmal damit auskommen. Jetzt fliegen wir direkt zu der. Ohne Umwege. Wir werden die da jetzt auf jeden Fall ganz fix anpflanzen, bevor die vergammeln. Weil ich leider nicht genau weiß, was passiert, wenn die vergammeln. Ob die dann sofort. Ob man die dann überhaupt noch einpflanzen kann. Oder ob man die dann nur. Ich glaube tatsächlich, dass das sogar ging. Aber es gab ein Update, also ist wieder alles. Alles ist wieder möglich. Alles ist neu. Nicht mal ein Kompass würde jetzt was bringen. Um meine Insel wieder zu finden, weil die ist ja ganz woanders. Wie gesagt, wir sind jetzt hier am Rand. Und die rechte Insel jetzt ist auch am Rand, obwohl die mittig war. Von dieser Insel sind wir sogar noch weiter geflogen zu anderen Inseln. Was jetzt gar nicht mehr möglich ist, weil es gar keine weiteren Inseln gibt. Ah, ist das ärgerlich. Naja.
ist an sich komplett Neustart. Dass jetzt hier die falsche Insel ist, raste ich aus. Dann könnte es nur die rechts da sein. Nee, das ist die, das ist die. Ja, 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 ja. Sie schaufen rot da dieses gelbe Pünktchen oder grün oder wie auch immer. Haben wir viele Boote. Oh, oh ja, stimmt, hier waren Viecher. Ja, genau, genau. Hier sind die Viecher respawned. So. Oh nein. Das ist jetzt dolle doof. Oh verdammt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Oh, das ist Sprit, der jetzt einfach so weggeht. Oh, fuck. Das ist jetzt... Ah, werde ich das Video zusammenschneiden oder lasse ich das so? Weil ich habe jetzt nichts zum Kämpfen gehabt. Das hätte ich gesagt, ich pflanze dich schnell ein und fliege wieder rüber, nachdem ich die weggemacht habe, aber... Nö, geht nicht. Ich lande auch gleich hier ganz vorne an der Ecke, dass ich nicht da komplett rüberfliege, auf welcher ich laufen muss, aber das ist egal. Ich frage mich auch, warum ich die... Oh, das ist ärgerlich. Dass man manchmal echt doch Sachen vergisst, die eigentlich nicht zu vergessen sind. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich natürlich wirklich viel Sprit verplempert. Für nichts. Geht ich mich doch dann doch nochmal mit. Wird schon schief gehen. Vielleicht habe ich ja Glück und das weiß gar nicht so schon, dass sie uns herfliegen, das sinnlos an sich. Meiner neuen Insel. Meine, ja, momentan Home-Base-Insel. Da werde ich auch erstmal alle Pfeile hinleiten, natürlich. Und mich dann halt, wie damals, wieder langsam vortasten. Oh Mann, ist das ärgerlich. Ich hoffe, dass hier irgendwo in diesem Boot noch irgendwas drin ist, dass ich die noch nicht gelootet habe oder dass die respawned ist, dass da wenigstens ein Kanister noch drin ist. Das wäre... so Gold wert. Ah, Sprit ist echt. Ich nehme erstmal das hier. Axt ist aus unerklärlichen Gründen viel besser. Da, da. Na, wo war es jetzt? Da. Was hat er gerade gequietscht? Hä? Ah, hier, hier.
Oh, ja. Kommen die hier drauf? Das ist schon mal sehr gut. Spoiled. Scheint egal zu sein. Das ist natürlich auch schon mal sehr geil. So. Jetzt biete ich auf Ring. Jetzt hoffe ich stark auf Riegen. Auf stark Riegen. Ah, hier ist unser neuer Anfang. Clay. Oh nein. Doch. Doch, Leben mussten wir, glaube ich. Doch, mussten wir vom drauf, vom Boden, vom Unterwasser. Du auch erstmal da rein. Nee, ist noch nicht voll. So, gut. Ja. Du kommst erstmal nach hier wieder, weil man braucht dich ja hier. Doch nicht. Wie sieht's denn aus? Trinken, ja. Oh Mann. Naja, Pfeil. Du bringst mir ja nichts mehr. Ganz im Gegenteil. So, perfekt. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier Schweine sind. Ich glaube nicht. Alter, ist es dunkel. Oh, verdammt. Okay. Das heißt, auf welchen war ich auf jeden Fall schon drauf? Ob es jetzt alle sind, glaube ich, hoffe ich nicht. Ich muss es hoffen. Und ja. Oh, wisst ihr noch, wo ich mich so gefreut habe, dass es geregnet hat, dass meine Beete wieder voll wurden? Alter Schwede, das ist alles weg. Vielleicht. Ups. Oh. Toll. Ich hoffe, damit ist es dann weg. So, geil, es wird Tag. Ihr wisst, denke ich mal, was das heißt. Wir werden unter Wasser gehen und dann halt nach Lehm suchen. Um dann von vorne anzufangen. Och, ist das ärgerlich. Leute, das ist richtig ärgerlich. Das auch. So. Ich hoffe, wir finden hier Leben. Ich glaube, nicht bei jeder Insel gibt es Leben unter Wasser. Oh, so viel haben wir hier gar nicht. So ein Fischding habe ich jetzt, das Fischding habe ich jetzt nicht mitgenommen.
Oh, verdammt. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe zu lange gedrückt. Oh, ist disgusting. Also, irgendwann ist auch mal gut, ne? Ich glaube, so lange ist das dann auch nicht eklig mehr. Okay, sehen wir jetzt was unter Wasser. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt wird gesucht. Ich weiß Gott sei Dank, wie es aussieht. Und es ist halt, es muss hell genug sein. Oh nein. Ich wollte eine Spitzhacke. Ah, hier ist das Boot. Okay, da muss ich dran vorbei. Gut, ja. Habe ich jetzt echt nicht drüber nachgedacht. Ich habe Gott sei Dank eine. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Braucht ein bisschen mit Ausdauer. Komm, das sieht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gibt auch noch, schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.